Tja, die Investition hat sich nicht gelohnt. Stimmt wohl nicht ganz. Die Vereinbarung lautete, ohne Sieg kein Geld. Also habt ihr mir ein kleines Vermögen gespart. Bravo! Ja, immerhin konnten wir helfen. Ich habe schon schlimme Dinge gesehen, aber noch nie so viele Tote. Reaver wird dafür bezahlen. Oh ja, das wird er. Aber dafür müssen wir erstmal hier sein Todesspiel überleben. Die Maskerade. Genug Spielchen, Reaver! Aber sie machen Spaß und meine Gäste haben so gern Spaß. Zeit für noch eine Drehung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bestimmt kommt jetzt das Fragezeichen, oder? Nein. Oh, dies ist eine ganz besondere Runde. Wartet, bis ihr die Kostbarkeiten seht, die euch jetzt erwarten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was jetzt? Wir können doch nicht ewig weiterkämpfen. Ja, ich glaube, sowas in der Art hat er sich vorgestellt. Aber gut, schauen wir mal. So, erstmal hier schnell nochmal ins Kistchen gucken. Ja, ein Gesundheitstrank, sehr gut. Ich habe diese köstlichen Kreaturen in einer höchst unwirtlichen Gegend gefunden, fernab vom fruchtbaren Grün Albions. Ich liebe kulturellen Austausch. Bis aufs Messer. Hier kommen die Sandfurien, Herrschaften. Was zur Hölle? Sowas hat er noch nie gekämpft. Die Sandfurie konnte diesmal nicht mehr ausweichen. Was glaubt ihr ist unter diesen gruseligen Helmen? Ein hübsches Gesicht? Ein fieses Monstrum? Ich will es lieber nicht herausfinden. Oh shit, da kommt... Ja super, du wirst da verletzt und was soll ich machen? Ich schlage euch noch den Kopf ab! Ja. Das klingt ja so, als ob du es versuchen würdest. Mach es lieber, denn wir haben jetzt ordentlich, Was ein Hinter. So. Die Sanddamen sind zäh. Da muss man sich schon etwas mehr anstrengen. Man muss sich sehr konzentrieren, um sie zu treffen. Bei mir geht das aber ohne Probleme. Sie halten nur viel aus. Kauft euch mein neues Buch 101 Witze für Hinterbliebene. Oh, meine Fresse. Das Buch will ich haben. Sie haben wirklich großartige Reflexe. Yep, und sie können wunderbar sterben. Keine Sorge, meine Herrschaft. Ihr geht's gut. Das ist doch eine Frau, oder? Schwer zu sagen. Eine Schande. Zurück in den Sand mit dir. Der Inhalt dieses Anzugs ist zäh. Es sollte verboten sein, so etwas Schönes zu töten. Nehmt das Rebellenschwein fest. Ein herrlicher Block. Leider. Ja, von wegen leider. Habt ihr noch nicht so, nochmal die große Runde hier. Sie konnte nicht zur Seite springen. Furchtbar. Ja, die blocken echt gut. Diese kleinen Kämpfer begegneten mir am Rand einer Wüste. Die waren wirklich nicht leicht einzutüten, darf ich wohl sagen. So, erst nochmal hier. Und Abschuss. Oh, geschafft. Okay. Alle guten Dinge sind jetzt irgendwie 4 gewesen. Ach, war das nicht absolut bezaubernd? Ihr solltet euch natürlich schämen, fremde Besucher auf eine derart unhöfliche Weise zu behandeln. Nun ja. Ich hab langsam genug davon. Yep. Es wird Zeit, dass wir Reaver mal gehörig die Fresse polieren. Ich würde vorschlagen, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ihr selbstgerechten Idealisten denkt immer nur auf die einfachste Weise. Aber ich stimme zu. Dieses Spiel wird langweilig und meine Gäste werden etwas rastlos. Keine Aufregung. Barry Hatch ist hier und kümmert sich um alles. Wie wär's mit einem Tänzchen? Ihr seid ganz schön hart, was? Das mag ich bei Frauen sehr. Ihr seid... Was? Reaver, Hilfe! Oh, je.
Habt ihr Grobianer eine Ahnung, wie schwer man gutes Personal bekommt? Aber die Show kann man trotzdem genießen. Was hat denn ein Geheimbund ohne ein kleines Geheimnis überhaupt für einen Sinn? Oh oh. Kann es sein, dass Reaver in Wirklichkeit... Das kann nicht echt sein! Ja. Was sind die? Sieht nach Werwölfen aus. Herrliche Bestien! Diese Kraft, die Anmut, die reizenden Schnauze! Ich hoffe, ihr kämpft gern gegen sie. Ihr sollt euch doch nicht langweilen. Ja. Zwei Werwölfe hier erstmal am Start. So behandelt man meine Gäste aber nicht. Deine Gäste? Deine Gäste sind Monster. Wenigstens empfinden sie Schmerzen. Ja, zum Glück. Den ersten habe ich. Ihr schlagt euch wirklich recht gut. Meine Vermutungen über eure wahre Natur scheinen zuzutreffen. So. Ich werde wochenlang Albträume haben. Ja, super. Dann merkst du es dir wenigstens. Was soll ich jetzt hier sagen? Wisst ihr, ich glaube, so. Ihr könntet dies tatsächlich überleben. Wir wollen es doch überleben, um dich kalt zu machen. Meine Fresse hier. Was für ein grandioser Fight. Wie fühlt es sich an, von spießigen Balverinen zerrissen zu werden? Balverinen sind das, richtig. Ja, gut, so heißen halt die Werwölfe hier im Spiel. Und er ist dann wahrscheinlich dann gleich der Oberwerwolf. So. So. Schön jetzt noch die Gruppenattacke machen. Alle hier wunderbar damit mitnehmen. Reicht sie in Stücke, aber denkt an, wir sind fit. Was zur Hölle, ey, wie viel kommen denn da noch? Die hauen hier gleich nirgendwo mehr rein. Aber mir geht es jetzt gerade echt nicht so gut. Schon den zweiten Heiltrank genommen. Das heißt, es könnte hier auch langsam mal zu Ende gehen. Ein paar Silberkugeln wären jetzt echt nicht schlecht. Aber ich will ja nicht meckern. Liegt mir fern. Aber scheinen wohl die letzten beiden zu sein hier. Oh. So, Ende. Ach, euch nehme ich nie wieder Vorsicht! Mit. Guter Schuss. Ihr lasst mich wie einen schlechten Gastgeber dastehen. Ziemlich unhöflich, alle meine Gäste zu erledigen. Jetzt seid ihr dran, Reaver. Oh, liebes Mädchen, warum hören wir nicht mit der Zankerei auf? Wir drei könnten in meinem Quartier eine Privatparty feiern. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Es ist Logans Bruder, der Prinz. Der Bruder des Königs. Ein echter Held. Tja, ich würde ungern zwischen Geschwister kommen. Naja, das stimmt nicht ganz. Da war dieses eine Mal... egal. Viel hey, Glück bei diesem Revolutionsding. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss auch. So ein Feigling. Könnte uns endlich jemand hier rausholen? Sie schießt ohne Waffe in der Hand. Ja. Und jetzt wissen wir's. Reaver ist in Wirklichkeit ein Balverine, ein Werwolf. Unvorstellbar, dass ich mich mit königlichem Blut verbünde. Aber ihr seid nicht wie euer Bruder. Der Bowerstone-Widerstand ist auf eurer Seite. Aber ihr müsst versprechen, dass ihr etwas ändert, wenn ihr den Thron besteigt. Armut. Kinderarbeit, das Leben in Angst, das muss ein Ende haben. Ja, ja, na klar, wie immer hier, versprechen wir einfach alles.
Versprochen. So, auch hier nochmal meine unleserliche Unterschrift drunter. Na gut, wir sollten zurückgehen. Planen wir eine Revolution. Oh ja, darauf warte ich doch schon die ganze Zeit. Was zur Hölle, 176 Punkte. Ja, und wir betreten erneut die Siegesstraße. Die Siggi-Straße. Bowerstone und die Widerstandsbewegung helfen euch. Ihr habt noch viel zu tun, bevor ihr Albions Thron besteigen könnt. Okay, und was noch alles? Gut, das werden wir dann wohl gleich feststellen. Erstmal hier noch eine Runde drehen. So. Nahkampfstufe 4, auf jeden Fall ganz wichtig. Da vorne ist schon das Tor zum Schloss. So, oh, krass, sieht mein Schwert jetzt geil aus. Wenn es nicht vorher schon so aussah, ich weiß es nicht. Fernwaffen nehmen wir nicht mit, aber wir nehmen auf alle Fälle noch die Magie mit. Die benutze ich ja sehr, sehr häufig. Und yeah! Was haben wir jetzt hier noch alles? Aha, gruseliges Ausdrucksmittelpaket. Na ja, gut, das lassen wir links liegen. Und weiter geht's. Die Siegesstraße ist ein mystischer Pfad. Ach so. Die Rede wird in Kürze beginnen. Was ist los? Alle Bürger sollen sich für die Rede des Königs beim Schloss sammeln. Sie beginnt in Kürze. Das klingt nicht gut. Findet raus, was los ist. Ich würde mitkommen, aber es gibt gute Gründe, warum wir unten bleiben. Wir sehen euch danach in der Basis, ja? Spiel, indem ihr das Gesetz brecht. Es ist okay, schön, trefft Ben Finn beim Schloss. Okay, mache ich auch sofort. Auch euer Versprechen an Paige steht jetzt an der Wand. Ja, sehr gut, aber ich will mich vorher noch umziehen. Die Waffenkammer erwartet euch. Hab nicht in die Waffenkammer. Obwohl, ich kann mal gucken, haben wir noch eine Knarre, die vielleicht ein bisschen stärker ist? Pistolen sind nicht so genau wie Gewehre, aber schneller und beweglicher. 30. Ist eine andere Waffe vonnöten? So. Schnell noch eine andere Knarre mitgenommen. Ich glaube, im Unterschlupfladen gibt es neue Sachen. Warum nicht mal vorbeischauen? Da ist eine Pumphose in eurer Garderobe. Ich finde eine Dame hierin sehr, also in erster Linie unangemessen angezogen aus. So. Ja, das möchte ich, aber ich möchte nicht alles. Oberkörper? Nein, möchte ich nicht. Ihr seht aus wie ein Bilderbuch-Söldner. Könnte damit zu tun haben, dass ihr so angezogen seid. Wisst ihr, zu diesen Handschuhen würde eine Reitgerte perfekt passen. Oder ein Generäle zeigen damit auf Wandkarten. Offiziersstock. Genau, Offiziersstock. So, Offiziersstock. Weg. Herrlich antiquiert. Schöne Handschuhe. Was immer euch bequem erscheint. Ich will eigentlich ganz gerne jetzt... Ich würde jetzt ganz gerne ablegen. Warum kann ich jetzt hier nicht ablegen? Ah, ausziehen, so. Ah, jetzt kann ich genau, kann ich den Kopf kann ich ausziehen. Accessories oder Accessoires kann ich ausziehen. So, Haare kann ich auch ausziehen. Oberkörper weg. So, genau so sehe ich ja gerne aus hier. Und dann können wir auch wieder zurück. Das gefällt mir nicht. Und ab zum Schloss, denn da treffen wir Ben Finn. Und ich bin mal gespannt, was unser verlogener Bruder hier wohl für eine Rede halten will.
Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Ja, nach all den Abenteuern, die wir erlebt haben, geht es jetzt wieder zurück zum Schloss als Ausgestoßener. Ja, nicht mehr länger als Thronprinz. Ach, und diese Grafik, diese Landschaft, das ist alles so schön. Also, auch wenn einige von euch in den Kommentaren schon geschrieben haben, sie finden Fable 3 nicht so gut. Ich finde Fable 3 eigentlich klasse. Also, es ist natürlich jetzt kein Rollenspiel, haben wir ja schon oft gesagt, aber ich finde es trotzdem cool. Und allein die Grafik hier, es ist schon sehr schön. Ich finde, die Dialoge sind voller Witz. Es ist auch mal hier und da ein bisschen anstößig. Also bisher, muss ich sagen, habe ich mich noch nicht gelangweilt oder mich geärgert, dieses Spiel gekauft zu haben. Worüber ich mich eher ein bisschen ärgere, ist, dass das Let's Play leider nicht so oft geguckt wird, wie im Vorfeld ja von vielen gewotet. Aber naja, das ist halt immer mal so, das kann mal passieren. Da gibt es aber in Zukunft noch andere schöne Games, die wir da noch zocken werden. So, ja, mit dem Controller jetzt hier gerade nicht ganz so leicht hier zu rennen. Bin auch mal gespannt, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Ich bin ja auch generell gerade sehr, sagen wir mal, ich falle nicht so auf, so als Halbnackter mit Schwert, Knarre und Magierhandschuh, der wie immer seinen Hund dreckig macht. So, Kreaturbeschwörungstrank, ja, das ist doch ganz super. Das hat sich doch gelohnt. Ich frage mich eigentlich, was bei der Story um Riva noch rauskommt, weil, ja, der lebt ja noch. Eigentlich wollten wir den ja töten. Ja, gut. Bevor sich jetzt jemand fragt, warum ich hier keine Schnellreise mache, was ja wesentlich besser und schneller gehen würde, das liegt ganz einfach daran, dass ich euch auch ein bisschen was von der Spielwelt zeigen will. Die, seht euch dieses Feld an, einfach mal richtig geil aussieht. Und ja, und jetzt kommen wir auch gleich zur Rede des Königs. Bin schon gespannt.